Im ehemaligen Weidhofener Bürgermeistergarten am Fuße des Ibsturms darf ab sofort gegartelt werden. Es darf hier jeder pflanzen, pflegen und ernten. Ganz so wie in New York, wie der Bürgermeister betont. Garteln in der Stadt, wenn wir es mosthütterisch übersetzen, das liegt schon einige Zeit im Trend. Und da werden in vielen Städten, kleineren, aber auch sehr, sehr großen, New York und so weiter, interessante Orte wiederentdeckt. Und genau darum ist es uns auch gegangen, dass wir hier in Weidhofen nicht einfach irgendwo Hochbeete kaufen, aufstellen, sondern dass wir interessante Orte. Herr Stadtgärtner, Sie haben diesen Bürgergarten jetzt angelegt. Was haben Sie hier gepflanzt? Na, wir wollten uns eigentlich überlegen für den Bürgergarten, was kann man alles machen auf kleinstem Raum. Und da haben wir eigentlich ein Potpourri von verschiedenen Pflanzen verwendet. Na, die Idee ist ja auch, dass hier die Bürger selbst kommen und irgendwas in die Erde legen und dann auch schlussendlich, schlussendlich dann auch genießen. Genau, ja. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich an der Gemeinde. Wir werden hauptsächlich die Pflanzung übernehmen, weil wenn das alle privat machen und dann fällt es am nächsten Tag oder eine Woche später, wenn es zum Ernten ist, wird die Freude sehr gering sein. Nicht? Darum werden wir den Löwenanteil machen und wer halt will, der kann seine Sachen selber auch. Das ist ein Geben und Nehmen sozusagen. Ja. In der Stadt haben viele Menschen Haus mit Garten, auch Bauern gibt es in unmittelbarer Umgebung. Ob das Ganze ein wenig wie Eulen nach Athen tragen ist, sei dahingestellt. Aber die Leute freut's.